Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich mal wieder um ein Horde-Only Achievement und zwar um den Erfolg Geist mit euch. Und für dieses müssen wir die zwei unten stehenden Geschichtsstränge in Zandala abschließen. Und das Video wird ein einziger Spoiler wahrscheinlich werden. Das handelt sich um die zwei Geschichtsstränge, die sich um Vol'jin an sich drehen, und den ersten von beiden habe ich schon gemacht, den kann ich euch jetzt hier leider nicht zeigen, aber den zweiten und wie ihr da hinkommt, will ich euch jetzt mal zeigen. Dazu mache ich jetzt einmal hier WoW Head auf für den ersten Geschichtsstrang. Den ersten Geschichtsstrang konntet ihr schon spielen mit Release, also sprich mit ganz normal 8.0. Und hier ist es so, dass ihr einmal alle drei Gebiete durchquesten müsst, heißt ihr müsst einmal als Hordler Vol'Doom durchquesten, Nazmir und Zuldazar, und dann bekommt ihr eine Abschlussquest, wo ihr ein kleines Szenario spielen müsst, und wenn ihr das fertig habt, dann kriegt ihr auch hier dieses Achievement, das letzte Siegel, und dann seid ihr quasi so weit, dass ihr für die Questreihe einsteigen könnt. Ihr müsst nämlich dann die erste Quest annehmen, und zwar Zalazars Rückkehr, und die nehmt ihr bei Rokan an, und Rokan steht in dem Fall, eigentlich steht er hier auf dem Boot, aber in dem Fall steht er hier in der Pyramide, und da könnt ihr diese Quest annehmen und dort macht ihr dann um die Vol'jin-Geschichte. Ja, es sind 8 Quests, wie ihr hier seht, also es fängt hier an mit Zalazars Rückkehr und endet hier, ihr schuldet mir einen Geist, ne? Bei Bonsandi ist die Quest, ich will jetzt hier nicht die Story großartig spoilern, aber im Endeffekt müsst ihr das einfach eins nach dem anderen durchquesten. Und dann gibt es noch diesen Part 2, den ich jetzt machen will. Den gibt es erst seit dem letzten Patch, wurde der mit freigeschalten, und der kommt quasi direkt danach. Und der geht hier los mit der verlorene Geist, und den Teil werden wir jetzt einmal durchbasteln. Also für die Achievement müsst ihr einfach beide Quests durchspielen, nachdem ihr einmal quasi quer durch den Kontinent gequestet habt. Es ist quasi so ein bisschen die Final Quest und ein bisschen storylastig. Gut, wir schauen uns jetzt, wie gesagt, den zweiten Teil an. Wir sind hier einmal in der Saalor und hier der verlorene Geist geht bei mir jetzt quasi der Teil weiter. Und wir sprechen ihn jetzt mal an. Und mit der ersten Quest dürfen wir erstmal zur Prinzessin Talanji. Warte mal, wir nehmen die Pfeife und müssen einmal hier zum Hafen runterfliegen. Und dann schauen wir mal, was wir machen müssen. Also spricht mit Prinzessin Talanji. Okay, es ist höchste Zeit, dass wir beide uns über Vol'jins verschwundenen Geist unterhalten. Okay, warte mal, jetzt schauen wir mal. Fliegen wir einmal hier nach unten. Vielleicht, wenn ihr noch nicht so ganz wusstet, was im ersten Teil passiert ist, da hat man quasi so, nee, ich will nicht so viel spoilern. Spielt den ersten Teil selber, und den zweiten Teil, den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich glaube, ich bringe eh nicht mehr alles so hundertprozentig zusammen, weil ich das von einer ganzen Weile gespielt habe. Aber vielleicht so ein bisschen, um die groben Hintergründe zu erfahren. Im Endeffekt ist ja Vol'jin gestorben. Am Anfang von Legion, wer das nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat oder der erst seit kurzem spielt. Wir hatten nämlich ja hier an der verheerten Küste so eine Schlacht gehabt, wo auch unter anderem Varian Rin das Zeitliche gesegnet hat. Und da ist ja Vol'jin auch tödlich verletzt worden. Den hat man dann geborgen, und quasi in seinen letzten Atemzügen hat er dann bestimmt, weil er eine Vision anscheinend hatte, dass Sylvanas die nächste Kriegsherrin werden soll. Und ja, dementsprechend hat man Sylvanas gewählt, obwohl einige der Horde gewisse Vorbehalte gegen Sylvanas hat. Aber da Vol'jin vorher der Kriegshäuptling war, hat man sie quasi ihr den Titel nachgegeben. So, da haben wir hier wieder Rokan und Talanji. Mit ihr quatschen wir jetzt. Und jetzt müssen wir das Ritual beobachten hier. Was für ein Ritual haben die vor? Sie gehen auf jeden Fall unter Deck. Also es sind nur 4 Quests, das war jetzt schon mal die erste. Ah, warte mal, hier können wir hier irgendwas klicken? Es leuchtet auf jeden Fall. Vol'jin, Sohn von Senjin, hört die Stimmen eurer Familie und Freunde. Sie fragen sich, wo ihr seid. Leid. Oh, Leid. Ich höre ihn. Vol'jin,
Hört ihr uns? Zeigt euch, Geist! Ich mach jetzt mal ein bisschen den Soundgain lauter, dann hört ihr vielleicht die Dialoge ein bisschen lauter. Okay, also der böse Wolche, der böse Gahun klaut die Seelen, das wissen wir ja mittlerweile schon. Und jetzt müssen wir wohin? Also wir müssen einmal die Volgens Gleven mit Blut bedeckt. Taucht Volgens Gleven in das Blut von Gahuns Kadaver. Na, schöne Scheiße. Ich muss jetzt quasi Gahuns Kadaver besorgen. Jetzt bin ich gerade im Überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Habe ich eine ID? Warte mal, habe ich irgendwo eine Uldi-ID, wo Gahun down ist? Schlachtzugsbrowser, der HC-ID, ja super, ich gehe immer nur den ersten Boss machen und im Mythic lebt noch Mythrax und Gahun, ja schnell, Dings. Also theoretisch müsste ich jetzt Gahun in irgendeinem Schwierigkeitsgrad umboxen. Ich könnte mich jetzt einmal den LFR queuen und quasi dann einmal im LFR ihn umboxen. Sollen wir das mal probieren? So, Moment, hier. Das wird wahrscheinlich eine übelste Shitshow. Wir queuen uns jetzt hier mal rein. Und dann schauen wir mal weiter. Also das ist quasi jetzt, das Ritual haben wir. Dann müssen wir quasi das Blut hier reintauchen. Und die letzte Quest, die wir haben, ist zeigt Volgens Gleven gemeinsam mit Talanji der Bevölkerung von Suldasar. Okay. Das ist quasi die ganze Questreihe an sich. Schauen wir mal, ob wir hier einen Proc kriegen. Ja gut, ich würde sagen, bis ich ihn umgeboxt habe, skippen wir hier mal schnell an der Stelle. Sodala, jetzt habe ich nach einer echt langen Weile hier im LFR Gahun umgeboxt. Ich glaube, in der Zeit hätte ich wahrscheinlich Normal oder HC einmal durchclearen können. Aber egal, Gahun ist down. Jetzt kann ich das Item quasi drauf anwenden. Und habe meine Quest fertig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Abgeben wieder. So, weiter geht's. Wir geben das Ganze jetzt beim Geist von Vol'jin ab. Sind dunkle Zeiten. Und zwar haben wir das ja bei quasi Gahun einmal in sein Blut getränkt und ja, jetzt gucken wir mal, was als nächstes die Quest. Jetzt müssen wir die Gleven quasi ein bisschen rumzeigen, und zwar Talanji und der Bevölkerung hier von Zandalar. Oh, da kommt eine Cut-Sequenz. Anführerin von Zandalar, zeigt die Klinge denen, die sie am nötigsten sehen müssen. Schenkt ihnen Frieden. Das war nicht mein Verdienst. Ihr habt einen Champion in das Land hier gebracht. Gegen den Willen von eurem Vater. Ihr gingt Gahun nach, als niemand zuhören wollte. Ihr habt unternommen, was nötig war, um euer Volk zu retten. Jetzt erst recht verlangen sie nach einem Anführer, der ihre Liebe und ihr Vertrauen verdient. Zeigt ihnen die Klinge. Werdet zu dem Symbol, das die brauchen. Seht das Blut von Gahun. Er war verantwortlich für den Tod von Shadra, Hirik, Torga und Unresa. Er war verantwortlich für den Tod so vieler unserer Brüder und Schwestern. Diese Gleve wird uns daran erinnern. Egal wie tief wir fallen, egal wie viel wir verlieren, wir sind die Sandalari. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir überleben. Und wäre dieser Champion der Horde nicht gewesen, wären unsere Verluste noch viel bitterer. Das beweist mehr denn je, dass wir uns anpassen müssen. Wieder ein Teil der Welt werden müssen. Zandalar für immer! Zandalar für immer. So, coole Cut-Sequenz auf jeden Fall. Gehen wir das mal ab. Und da ist auch mein Achievement. Und damit wären wir am Ende von dem kleinen Video. Jetzt die zweite, ja, zweiter Teil von dieser Quest-Reihe ist jetzt nicht so lang wie der erste. Im ersten sind noch ein bisschen mehr Lore-Spoiler drin. Ja, mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und vielleicht sehen wir uns, wenn ihr wollt, beim nächsten Achievement-Guide. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.